Die Klinik für Gastroenterologie des FIK in Neumünster. Ein Team aus Ärzten und Pflegekräften kümmert sich hier um alle Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts sowie der damit verbundenen Organe Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse für rund 2000 Patienten im Jahr. Dabei bilden entzündliche Erkrankungen des Darms einen Schwerpunkt. Häufig beginnen diese in jungen Jahren, so wie bei Daniel Bredfeld. Ich hatte vor 2,5 Jahren starke und heftige Bauchschmerzen. Daraufhin bin ich zu meinem Hausarzt gegangen. Ultraschall gemacht worden, konnte eine Entzündung feststellen bei mir im Darm, aber er konnte mir halt nicht genau sagen, was das genau ist. Daraufhin bin ich ins Krankenhaus gefahren, wurde hier von 2 Oberärzten untersucht und daraufhin wurde bei mir das Morbus Crohn diagnostiziert. Morbus Crohn, eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Bei diesen Patienten ist ein schubartiger Verlauf mit unterschiedlicher Krankheitsaktivität charakteristisch. Zu Beginn treten typischerweise akute Entzündungen auf. Bei ihm begann die Erkrankung in typischer Lokalisation am Ende des Dünndarmes, Beginn des Dickdarmes, der sogenannte Bereich des terminalen Iliums. Dort begann bei ihm die Entzündung. Und nicht ganz untypisch für diesen Beginn ist es so, dass man zunächst dachte, er hat eine akute Appendizitis, weil das nämlich auch genau da ist, wo der Blinddarm sitzt. Typische Symptome wie Durchfälle, Bauchschmerzen, Krämpfe, aber auch Augenentzündungen und Fieber können in jedem Schub begleitend auftreten, abhängig davon, welcher Teil des Verdauungstraktes befallen ist. Mittels Ultraschall und MRT können die Spezialisten des FIK einen möglichen Entzündungsherd lokalisieren, erkennen, ob die Darmwände verdickt sind. Insbesondere die Darmspiegelung schafft Gewissheit. Über den After wird eine kleine Kamera hin zur Einmündung des Dünndarms eingeführt, die dann Aufschluss darüber gibt, ob und an welcher Stelle krankhafte Veränderungen vorliegen. Das erste Mal, als die Darmspiegelung durchgeführt worden ist, war es sicherlich schon ein mulmiges Gefühl, weil man halt einfach nicht wusste, was auf einen zukommt. Man bekommt vom ganzen Ablauf absolut gar nichts mit, weil man halt das Schlafmittel bekommt. Und von daher ist es okay. Wird Morbus Crohn erkannt, dann gilt es schnell zu handeln, um den Langzeitverlauf günstig zu beeinflussen. Zur Behandlung der Krankheit stehen verschiedene medikamentöse Therapiemöglichkeiten zur Auswahl. Da das Empfinden der Symptome, das Ausmaß der Erkrankung und das Ansprechen auf die Therapie ganz unterschiedlich sind, wird für jeden Patienten ein individueller Therapieplan erstellt. Dieser umfasst neben einer medikamentösen Behandlung auch Fragen zur richtigen Ernährung. Hierzu stellt das FIK ein eigenes Ernährungsteam bereit. Bei diesen chronischen Darmerkrankungen ist es so, dass man eigentlich keine wirkliche Diät machen kann. Das gibt es leider nicht. Aber man kann den Patienten insofern begleiten, dass man herausfindet, ob vielleicht verschiedene Lebensmittel nicht so gut vertragen werden. Die Spezialisten der Klinik für Gastroenterologie arbeiten eng mit der allgemeinen Chirurgie des FIK zusammen. Ihr Wissen wird zudem im sogenannten Darmzentrum des FIK gebündelt. Darmkrebserkrankungen werden hier interdisziplinär mit Gastroenterologen, Onkologen und Chirurgen besprochen, um gemeinsam eine möglichst optimale, auf den einzelnen Patienten abgestimmte Therapie zu entwickeln. So werden auch Vor- und Nachteile einer möglichen Operation frühzeitig mit der Chirurgie des FIK geklärt. Ein Darmzentrum ist ein zertifiziertes Zentrum zur Behandlung von kolorektalen Karzinomen, also von Tumoren des Dickdarmes und des Enddarmes. Und Sinn eines Darmzentrums ist es, allen Patienten die gleiche standardisierte Therapie für den jeweiligen Tumor zu geben. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche, steht das Team der Gastroenterologie bereit, um zu helfen. Es ist auch hier so, dass wenn man es schafft, in einer Klinik das Spektrum anzubieten, dass Patienten in ihrem Gesamtkrankheitsbild von uns gesehen werden und eben nicht erst durch große Laufzeiten, durch Verlegung in andere Abteilungen dann ihre Diagnose und ihre Therapie bekommen, sondern dadurch, dass wir so eng zusammenarbeiten, dass wirklich in einem Krankenbett gemacht werden kann. Und die Wege sind sehr kurz. Das macht es für den Patienten sehr viel einfacher, hier gut betreut zu werden. Das Ziel der Gastroenterologie ist klar definiert. Der Weg der Genesung, um die Lebensqualität jedes Patienten rasch zu verbessern. Es ist sicherlich nicht einfach, damit zu leben. Man muss sich schon an gewisse Situationen gewöhnen oder sich anpassen. Nichtsdestotrotz sollte man sich die Freude am Leben nicht nehmen und weiterhin Spaß haben am Leben.